So, Punkt 10. Denke, wir können mit dem Webinar, mit dem heutigen Webinar beginnen. Genau, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Stammdatenmanagement mit SAP MDG im Materialkontext und auf S/4HANA ausgerichtet. Genau, vielleicht ein Vorwort zu dem heutigen Webinar. Wir Ja, haben das Ganze so ein bisschen übersichtlich gestaltet. Das ist ein Überblickswebinar, dient rein zu Informationen zu dem Bereich MDG-Material mit Kontext im S/4HANA. Wir werden uns jetzt keinen großartigen Problemstellungen hier widmen. Das ist, wie gesagt, ein sehr informatives Webinar gehalten mit Best-Practice-Ansatz und dementsprechend mit den Neuerungen im S/4-Kontext. So, Ihre heutigen Moderatoren sind heute zum einen meinen Kollegen Maxim Semenov, der wird Ihnen heute auch die Features vorstellen im Bereich MDG Material, welche Neuerungen es dort gibt und wird Sie so ein Stück weit auch ein bisschen durchleiten. Herr Semenov ist bei uns Consultant im Bereich Stammdaten, spezialisiert auch auf Materialstammdaten. Und meine Wenigkeit, Alexander Hittke. Ich bin Projektmanager bei der IV Solution, leite ich hier ein sechsköpfiges Team im Bereich der Stammdaten, auch spezialisiert für Materialstammdatenprojekte. Zur heutigen Agenda. Zum ersten Punkt würde ich ganz gerne heute vorstellen, einen Überblick verschaffen sozusagen zu dem MDG-Material und auch mit der Fokussierung auf den IV Solution Standard, auf das IV Solution Standardpaket. Das heißt, welchen Best-Practice-Ansatz haben wir denn in den Projekten zu dem MDG? Wie baut sich das Ganze auf? Und genau, da würde ich Ihnen ganz gerne einen Überblick verschaffen. Im zweiten Punkt haben wir die Neuigkeiten zu MDG S/4HANA auf der neuesten Version. Was hat sich denn geändert im speziellen Bereich Material? Und als dritten Punkt ist nochmal der Vergleich zu den anderen Systemen oder zu den Vorversionen. Was hat sich denn auch historisch dann auch geändert? Von den Non-SAP-Systemen bis zu den S/4HANA-Versionen in der heutigen Zeit. Und anschließend können Sie auch noch Ihre Fragen dazu stellen. Genau, kommen wir zu dem ersten Punkt, den Überblick zum MDG-Standard. Wir ja, haben uns da auch ein bisschen gefragt in den letzten oder in vergangenen Projekten, die wir jetzt auch im Bereich Material gemacht haben. Gibt es denn eigentlich einen Basisansatz? Ja, wir haben ja natürlich verschiedene Konzerne, die Materialprojekte auch durchgeführt haben, sei es Maschinenbau, Chemie oder Automotive. Und da haben wir retroperspektivisch mal uns das Ganze angeschaut und natürlich gedacht, okay, irgendwie fangen wir immer von vorne an. Ja, irgendwie beginnen wir jedes Mal mit dem gleichen Ansatz, solche Projekte, solche Stammdatenprojekte zu bedienen beziehungsweise durchzuführen. Und dann haben wir uns überlegt, irgendwie muss das doch ein bisschen leichter gehen, um da nicht immer wieder dasselbe zu tun und Aufwände zu produzieren. Deshalb haben wir uns ein bisschen das Ganze überlegt, haben dann auch ein bisschen retrospektivisch geschaut, auf was kommt es denn an in dem Bereich Stammdaten, in den Stammdatenprojekten. Und da haben wir uns mal die Prozesse angeschaut, da haben wir uns die Ableitungen angeschaut, Benachrichtigungen und Rollen. Das sind sozusagen die vier Kernteile oder die vier Kernelemente, die im Stammdatenwesen natürlich eine große Rolle spielen, beziehungsweise hier einen effektiven und sauberen Prozess dann dementsprechend auch im MDG dann aufzusetzen. Ja, bei den Prozessen haben wir das Ganze mal angeschaut, bei der Materialanlage, der Änderungsprozess, Sperr- und Löschprozess, das sind sozusagen diese Standardprozesse, die immer wiederkehrend eine Rolle spielen. Das sind Standardprozesse, die sich in jedem Unternehmen auch wieder finden bei der Materialpflege. Dann haben wir uns das Thema Ableitungen auch noch angeschaut. Es gibt ja immer wieder Zusammenhänge von Daten, sei es jetzt abhängig von bestimmten Einzelfällen auf Feldebene und deren Validierung. Also inhaltlich müssen natürlich die Daten dementsprechend auch stimmen und nicht nur rein technisch. Dann haben wir das Thema Benachrichtigungsfunktion. Also man muss auch noch ein Stück weit kommunizieren innerhalb eines Stammdatenprozesses. Also es kann leider nicht alles hundertprozentig nur prozessgetrieben sein, sondern man muss auch dementsprechend auch das Ganze begleitend mit Benachrichtigungen oder Kommunikation dementsprechend auch unterstützen.
Und zu guter Letzt ist das Rollenkonzept bzw. Berechtigungen basierend auf Datenverantwortlichkeit. Das spielt natürlich eine Rolle, wer darf welche Daten pflegen, wer darf welche Daten sehen. Genau, und dann haben wir uns das Ganze mal angeschaut, was bietet eigentlich die SAP in diesem Kontext? Weiß nicht, ob sie sich dann auch schon der ein oder andere sich damit beschäftigt hat oder das Ganze auch schon festgestellt hat, die SAP bietet da nicht allzu viel. Ja, zu Beginn. Ja, lediglich ein Step-Workflow, also das heißt einfach ein Template oder ein Beispiel eines Materialanlageprozesses, die das Vorlage, dieser ist meist nicht wirklich nutzbar, dieser ist einfach nur rein von der Vorstellung her, wie kann man das Ganze überhaupt verwenden. Im Bereich der Ableitungen ist leider auch nichts wirklich von der SAP vorgegeben. Bei dem Bereich Validierungen, da ist meistens nur eine Art Standardfeldtyp gegeben. Das heißt, dann können Sie zum Beispiel Maßeinheiten sind hier dann schon validiert, aber das war es auch dann schon. Zur Regelverwaltung und zur Prozesssteuerung ist meistens nur das Framework BF Plus gegeben. Das heißt, hier, das sind Entscheidungstabellen, wo Sie dementsprechend Ihre Regeln dann auch verwalten können, aber das Framework wird hier ausschließlich geliefert ohne jeglichen Content, wo ich sage, hier brauche ich gewisse Regeln auf Weltebene, wo ich mir natürlich dann auch meine Business-Regeln selbst erstellen kann, die dann zu meiner Materialpflege beitragen. Und so geht das Ganze fort. Duplikatsprüfung, hier haben wir einen Standard, der aber eben auch nicht gecustomized ist und genauso wie das Rollenkonzept hier ist auch leider nicht viel vorgegeben. Und auf der rechten Seite sehen Sie bei dem IV Solution Paket bei uns und da haben wir uns überlegt, natürlich in allen Bereichen sollten wir da schon etwas vorgefertigt haben. Und so haben wir uns das Ganze mal näher angeschaut und dementsprechend Content gebaut, wo man sagt, ich muss das Rad einfach nicht neu erfinden. Ich kann auf einer entsprechenden Basis dementsprechend dann auch loslegen. Und so ist die Idee entstanden, MDG out of the box. Was heißt das genau? Also wir bieten einen Standard an bei der IV Solution, wo wir uns Gedanken dazu gemacht haben, das Grundcustomizing als erstes vorzunehmen. Also das MDG muss dementsprechend erstmal komplett eingestellt werden, dass es da man überhaupt ja, gewisse Dinge darauf bauen kann bzw. konfigurieren kann, müssen gewisse Funktionalitäten auch freigeschaltet werden und erstmal eingerichtet werden. Dann haben wir uns den 4-Punkt-Standardprozessen gewidmet. Da haben wir uns natürlich auch Überlegungen gemacht, wie schauen denn insgesamt die Standardprozesse aus, was für eine Deckungsgleichheit hat das bei verschiedenen Kunden in der Vergangenheit, wo wir jetzt eben auch Materialstammprojekte auch umgesetzt haben. Dann haben wir das Thema Avendo Rules Control. Das Avendo Rules Control ist bei uns ein eigenentwickeltes Tool, das basierend auf BAF Plus Tabellen sozusagen ein Framework abbildet, wo auch ein Nicht-Programmierer, sage ich mal, ohne gewisse SAP ABAP-Skills, auch hier über eine Wenn-Dann-Logik Regeln erstellen und verwalten kann. Ja, gibt es natürlich auch noch weitere Features wie Validierungen, Ableitungsregeln, aber auch die UI-Steuerung, also quasi die Ansichten, die Sichtsteuerung kann darüber auch geleitet bzw. ja, geroutet werden. Aber dazu vielleicht noch ein paar Worte mehr im späteren Verlauf. Dann haben wir uns überlegt, Material-Content. Das heißt, Material-Content 10 Regeln. Es gibt in jedem Unternehmen bestimmte Regeln, die immer gesetzt sind, die immer benötigt werden auf einer gewissen Feldebene. Und da haben wir uns überlegt, 5 Validierungsregeln und dementsprechend auch 5 Ableitungsregeln, wo wir sagen, das macht deutlich Sinn. Das funktioniert eigentlich bei jedem Business, bei jedem Unternehmen, die bei sich auch Materialien produzieren. Und dementsprechend haben wir hier ein Content gebildet, das auf dem Avendo Rules Control aufbaut, indem man auch ganz einfach im Hintergrund diese Regeln aktivieren kann per Mausklick oder eben deaktivieren, falls doch nicht benötigt. Dazu bieten wir auch noch eine Fiori-Kacheloptik an. Das heißt, wir liefern hier ein Cockpit aus, wo Sie dementsprechend die ganze Verwaltung eben auch vornehmen können zu den einzelnen Regeln und genau, sich da auch so ein bisschen das Ganze an einem Ort anschauen können und nicht tief im Backend in der Programmierung sich selbst dann eben dementsprechend die Bereiche oder die Tabellen dann auch ja, dementsprechend hinzuziehen müssen oder danach suchen müssen, sondern da ist ja mein zentraler Einstiegspunkt bei der Kacheloptik.
Dann bieten wir auch noch zu dem Thema hier Standardrollen an. Wir haben da auch gecustomized Standardrollen, die das Ganze dann eben auch abbildet, indem man sagt, man hat hier 5 Test-User, die eben auch berechtigt sind, nach dem Vier-Augen-Prinzip auch diese ganzen 4 Standardprozesse durchzuprozessieren. Und nicht zu guter Letzt haben wir das Thema integrierter Mail-Service. Was bedeutet das im Detail? Integrierter Mail-Service, wie vorhin schon erwähnt, Kommunikation ist auch wichtig während des Prozesses. Hier kann ich zum Beispiel innerhalb des Prozesses auch kommunizieren, indem ich da auch das Ganze in so konfigurieren kann mit bestimmten Texten, mit bestimmten Absendern und Verteilern, indem ich sage, ich möchte gerne an die Abteilung XO, die den Prozess und diese Daten, Materialdaten für mich pflegt, möchte ich gerne eine Benachrichtigung schicken mit einem Item Notification sozusagen, wenn das jetzt speziell auf einem bestimmten Material oder auf einen bestimmten Vorgang sozusagen abzielt. So haben wir uns dann überlegt, auch einen Mail-Service einzurichten, der auch leicht zu konfigurieren ist, der aber eben schon vorgefertigt ist. Wir sagen, Sie müssen hier noch Content bauen. So, wie sieht das Ganze denn in den Prozesslandkarte aus? Also wie ich schon gesagt, haben wir hier uns überlegt, 4 Prozesse, Standardprozesse. Wir sagen, das passt eigentlich auf jedes Business, das funktioniert. Und da haben wir das Ganze auch so ein bisschen an bestimmten Punkten hier auch nochmal dargelegt, wo sind denn eigentlich die Attribute, wo eine gewisse Datendynamik erfolgt. Vielleicht angefangen hier an der Einstiegsmaske. Wenn Sie links oben wenn Sie das Ganze anschauen, ich bin der User und möchte dementsprechend ein Material anlegen. Was tue ich als allererstes? Ich gehe in die Suchmaske rein und schaue überhaupt, ob das Material schon vorhanden ist oder ob ich tatsächlich, falls nicht vorhanden ist, das Material erstellen möchte. Genau, da komme ich in eine Entscheidungsmatrix und wenn ich mich dafür entscheide, das Material ist noch nicht vorhanden, dann gehe ich in die Eingaben CR ein, beziehungsweise die Beschreibung meines CRs. Und warum möchte ich überhaupt das Material anlegen? Was ist die Beschreibung? Hier habe ich auch die Gelegenheit, Referenznummern mit einzugeben, wo ich sage, damit können auch verschiedene Abteilungen damit was anfangen, schlussendlich, wenn das Material erstellt ist, die jetzt eventuell nicht im MDG-Prozess eingebunden sind. Danach erfolgt die Eingabe der Materialbasisdaten, also die Kopfdaten für das Material. Und hier ist auch der springende Punkt für die Materialart. Wir haben festgestellt, bei den verschiedenen Kunden ist meist die Materialart das Attribut, wo der Prozess dementsprechend auch ein Stück weit abweichen kann. Das heißt, hier erfolgt dann eine dynamische Prozesssteuerung, die, wie Sie sehen, über Element Rules Control auch fortgeführt wird. Das heißt, hier bauen wir eine gewisse Dynamik ein, mit Ableitungen, wo wir sagen, okay, fortführend, abhängig von der Materialart, kann ja auch dementsprechend meine Feldeingabe erfolgen. Des Weiteren, bei der weiteren Eingaben sehen Sie Werke und Klassifizierungen. Wir haben uns dann auch ein Stück weit überlegt, bei Werke, ja, was ist, wenn ein Unternehmen mehrere Logistikcenter hat oder mehrere Produktionsstätten oder einfach Werke, die also mehrere Werke, die das Material auch verwenden. Dementsprechend muss auch eine Anreicherung passieren. Und hier haben wir dann dementsprechend auch ein weiteres Attribut, wo wir sagen, hier erfolgt eine gewisse Dynamik. Abhängig von dem Werk sind dann auch Folgeaktivitäten oder der Folgeprozess auch abhängig. So habe ich das getan. So komme ich dann zu dem Abschlussrequest-Schritt. Das heißt, ich schaue mir die Daten nochmal an und leite das weiter an den nächsten Requester-Step. Der erfolgt dann im Genehmigerschritt, also wie Sie auch hier leicht erkennen können, basierend hier ein Zwei-Workflow-Step haben wir hier einmal derjenige, der die Daten anreichert und der letzte Schritt, der dementsprechend auch das Ganze nochmal validiert und genehmigt. Dieser Entscheider hat dann die Möglichkeit, entweder das Ganze zu rejecten, beziehungsweise dementsprechend auch abzulehnen und zu dem Requester wieder zurückzusenden mit einer gewissen Notiz. Hier greift dann wieder dieser Mail-Service. Wie ich sage, hier kann ich auch meine Notifications oder meine Mitteilungen an den Requester senden, wo ich sage, okay, da stimmt das eine oder andere Feld ist da nicht richtig ausgefüllt oder ich habe Rückfragen dazu. Genau, und da habe ich natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu aktivieren, sodass auch mein Material in dem Prozess aktiviert wird.
Und je nachdem, welches Modell Sie wählen mit dem SAP, sei es ein Verteilermodell, das an weitere Systeme dann auch angebunden ist, das repliziert wird, oder ich sage, ich habe eine 1 zu 1 Verbindung zu einem ERP beispielsweise, also zum S/4HANA, das dann eben schlussendlich auch mit den benötigten oder Basisdaten dann schon angereichert ist und aktiviert werden kann, so dass es dann auch verwendet werden kann im Folgeprozess. So, hier haben wir dann noch weitestgehend den Löschprozess bzw. Sperrprozess. Das ist ein etwas kleinerer Prozess, aber nichtsdestotrotz wird dieser natürlich auch benötigt, um auch meine Stammdaten dann qualitätssicher verwalten zu können. Indem ich sage, ich möchte das Objekt oder das Material sperren oder es tatsächlich löschen oder mit einem Löschkennzeichen versetzen. Das passiert dann auch unter dem Zwei-Workflow-Step-Prinzip. Und hier kann ich natürlich auch dann entscheiden als genehmiger Schritt, möchte ich das rejecten oder möchte ich das genehmigen, sodass das auch dieses Material nicht verfügbar ist, beziehungsweise hier ja, gelöscht wird. So, was bedeutet das? Welche Benefits bringt das Ganze? Ja, unsere Out-of-the-Box-Lösung. Zum einen haben Sie natürlich eine fertige Einspieldatei. Sie können das Ganze vorstellen, dass eine Datei, das muss nur in Ihrem System dementsprechend eingespielt werden und es kann sofort angewendet werden, sobald einige Settings noch durchgeführt werden. Das dauert in der Regel einige Stunden und Sie können sofort mit Ihren Test-Usern auch den Prozess sofort testen und sich das Ganze anschauen. Des Weiteren haben wir einen standardisierten Vorgang. Wurde von uns ausgiebig getestet, dieses Thema. Und demnach haben Sie dann einen Qualitäts sage ich mal, einen Qualitätsstandard dementsprechend, der auch etabliert ist. Was Sie natürlich auch das Ganze bringt, ist eine zeitliche Ersparung, das ganz sicher. Ja, wenn Sie sagen, Sie müssen nicht komplett von neu an beginnen, sondern können sich dann ab einer Basis, wie eben mit diesen Prozessen, darauf aufbauend, dass Ihr Projekt bzw. Ihr Stammdatensystem dementsprechend aufbauen. Dann haben Sie das Thema Elemental Rules Control, das Sie natürlich hier miterwerben. Und hier haben Sie dann auch inklusive alle Upgrades. Wir entwickeln das Elemental Rules Control weitestgehend also regelmäßig und Sie bekommen dann immer wieder auch die ganzen Upgrades, die ganzen neuen Funktionalitäten, die das Elemental Rules Control dann eben auch anbietet, mit in diesem Paket. Genau, dann haben wir das Thema hier. Es wurde auch entwickelt für das S/4HANA-System, beziehungsweise auch immer auf dem neuesten Release. So ziehen wir auch mit dem Standard hier nach. Ist aber natürlich auch anwendbar auf Nicht-S4-System, beziehungsweise auch auf den Vorversionen. Natürlich aber nicht mit den Neuerungen, die SAP auf dem Markt bietet, mit den neuen Funktionalitäten, wo mir jetzt auch mein Kollege Herr Semenov noch ein paar Worte dazu verliert. Und nichtsdestotrotz, beziehungsweise zum Schluss haben wir einen Best-Practice-Ansatz. Das Modell ist etabliert. Wir haben das bei vielen verschiedenen Unternehmen auch jetzt in den letzten Jahren verprobt. Und das ist dann auch so abgenommen, dass wir sagen können, das ist dieser Best-Practice-Ansatz. Wenn natürlich meistens auch die Kunden, was natürlich berechtigt ist, immer wieder fragen in den Projekten, ja, was ist denn eigentlich der Best-Practice-Ansatz? Wie machen das dann eigentlich andere Unternehmen? Dann würde ich sagen, so beginnen die anderen Unternehmen mit diesem Basis und diesem Standard. Genau, zu dem Thema können Sie, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, können Sie sich gerne an unseren Vertriebskanal wenden, beziehungsweise auch im Nachgang direkt auch an mich gerne. Wir können Ihnen da vorgefertigte Informationen noch dazu bereitstellen. Auch zum Thema Elemental Rules Control, hier haben wir auch bisher schon Webinare gehalten. Können sich gerne auf unserer Academy-Seite umschauen und sich da auch nochmal im Detail informieren, was bedeutet denn Elemental Rules Control, wie schaut das Ganze da aus, wie lässt sich das verwalten. Genau. Dann würde ich jetzt auch zu meinem Kollegen, zu dem zweiten Punkt übergehen, zu den Neuigkeiten zu MDG S/4HANA 1909. Und genau im Anschluss haben Sie auch noch, wie gesagt, die Gelegenheiten zu dem IPSolution-Standardpaket hier Fragen zu stellen.
Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich heiße Maxim Semenov, bin bei der Firma B-Solution als Consultant für Stammdaten tätig. Und heute werde ich auf die Punkte Neuigkeiten im Bereich Material in der S/4HANA-Version 19.9 eingehen. Begleitet einige Features werde ich auch live in unserem Demosystem präsentieren. Anschließend werde ich auf den Punkt Vergleich zu den vorherigen Versionen eingehen und zum Schluss werden wir noch eine Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu beantworten. So, einen Moment, ich müsste mein Bildschirm, glaube ich, Ein Moment, Alex, ist jetzt die neue Folie? Seht ihr das? Die neue Folie? Die Folie können wir sehen. Genau, danke schön. Dann würde ich starten. Zunächst einmal die Information, ja, es gab ziemlich viele Neuerungen im Release 19.9 S/4HANA. Das betrifft nicht nur Material, sondern auch alle anderen Bereiche, Business Partner, Customer, Supplier. Und wir hatten schon einige Webinare zum Thema generell Erneuerungen in 19.9 S/4HANA, also in Bereichen zum Beispiel Stammdatenkonsolidierung, Data Quality, und so weiter. Und in dem Webinar, da es eine Übersichtspräsentation ist, Demo ist, würden wir gerne auf insbesondere auf den Bereich also Central Governance eingehen, was gerade die Workflow-Bearbeitung betrifft und genau welche dort Änderungen sich ergeben haben im Bereich von Material. Also zunächst wurden einige neue Felder und neue Feldbereiche aufgenommen. Zum Beispiel wurden die Supply Chain Management MFA-Felder aufgenommen und die Felder gab es bereits in den Vorversionen auf der Werksebene und im Release 19.09 wurden diese Felder nun auch in den Bereich Materialbedarfsplanung ebenfalls mit aufgenommen, wo die direkt gepflegt werden können. Weiterer neuer Bereich ist der Bereich von Production Resource and Tool, PRT, beziehungsweise Fertigungsmittel. Das ist ganz neu in 19.09. Als nächstes wurde Preis pro Mengeneinheit, beziehungsweise Price Unit editierbar gemacht auf der Ebene von Materialbewertung, Material Ledger. Die Standardpreise werden abhängig davon dann automatisch im Hintergrund berechnet. Auch die weiteren Preise, Zukunftspreise und so weiter werden abhängig von dieser Änderung dann automatisch im CR umgerechnet und sind dabei dann im Änderungsantrag. Als nächster Punkt, bevorzugte Sprache für die Materialbeschreibung in den Suchergebnissen. Also den Punkt würde ich gerne direkt in unserem Demosystem präsentieren.
Das heißt, wenn früher zum Beispiel, ich bin hier im Englisch angemeldet und also wenn früher zum Beispiel eine Materialbeschreibung nur auch auf Englisch gepflegt war und nicht in Deutsch, dann würde die Ergebnissuche liefern, ja, keinen Treffer gefunden. Wenn wir, ich will jetzt kurz mal demonstrieren, also zunächst suchen wir nach irgendeinem Material mit einer gepflegten Beschreibung in Englisch. So, da sehen wir einige Treffer und wenn ich jetzt nach Schraube suche, genau, kommen jetzt ebenfalls die Treffer aufgrund eben dieses neuen Features, dass die Suche jetzt also abhängig erfolgt. Das kann im Customizing auch eingestellt werden, wie die Reihenfolge ist, welche bevorzugte Sprache, welche soll als zweite Sprache also genommen werden für die Suchergebnisse. Genau, das ist ein schönes Feature. Genau, dann gehen wir zu dem nächsten Punkt. Change Request Tracker, what's next? Genau, das ist also von der Usability im MDG-Bereich also eigentlich ein schönes Feature, finde ich, dass man also nach dem Klick auf diesen Link ein Pop-up eröffnet wird mit einer Übersicht, welche Schritte bereits ja abgearbeitet wurden, welche Schritte stehen an und was waren ja die genauen Entscheidungen bei den Schritten hier. Hat man eine schöne Übersicht, was nun im CR bis jetzt gelaufen ist. Und nicht nur bis jetzt, sondern man erkennt auch, welche Schritte stehen an. Ein neues Feature, Folgeschritte und Work-Items nach der CR-Aktivierung. Im Standard oder bis jetzt war das ja so, dass nach einer CR-Aktivierung ein CR normalerweise abgeschlossen ist, nicht mehr bearbeitet wird. Und mit diesem Feature hat man jetzt auch die Möglichkeit, auch nachdem ein CR angelegt und aktiviert wurde, gibt es die Möglichkeit, noch Anschluss Work-Items für die Anwender anzulegen. Genau, also die zwei Punkte würde ich auch gerne parallel in unserem Testsystem demonstrieren. Genau, dazu, genau. Also legen wir ein Testmaterial an. Ich wähle ja, eins von den vorherigen Beschreibungen, würde die Materialbeschreibung leicht ändern, damit ein neues Material angelegt wird. Base Unit of Measure nehmen wir Millimeter, Material Type Ersatzteil, Spare Parts, Maschinenbau. Und dann würden wir noch vielleicht die Materialbeschreibung, hier steht schon Schraube drin, ändern wir auf Screw. So, damit habe ich schon mal also die Pflichtfelder für die Materialanlage angelegt. Weitere Felder sind soweit optional. Dann klicke ich auf Submit und sage, ja, ich möchte die Anlage anstoßen. Submit Change Request. Klicke auf Submit. Genau, wenn wir dann aktualisieren.
Genau, jetzt ist der Workflow in den nächsten Status übergegangen, to be considered and approved. Das heißt, der nächste, genau, jetzt haben wir diesen schönen Link, what's new, what's next. Klicken darauf. Und jetzt müsste ein Pop-up erscheinen. Ja, jetzt sehen wir es. Genau, also hier können wir erkennen, dass der Change Request eingereicht wurde, submitted, und der aktuelle Schritt ist Final Check, to be considered and approved. Und die weiteren Schritte stehen noch aus. Genau, dann sage ich ja, approve. Ich möchte dieses Material anlegen. Genau, jetzt hat sich der Status aktualisiert, Final Check approved. Das heißt, Material wurde final angelegt. Das können wir schnell im Backend mal nachsehen. Material-ID war 83. Wählen alle Bereiche aus. Genau, das ist das Material, was wir soeben angelegt haben. Screw 7,5 mal 90 mm. Das ist im System vorhanden. Jetzt kommen wir also zu dem, ja, zu einem Feature, was ich, also what's next, und jetzt die nächste Neuerung. Dass, obwohl das Material jetzt angelegt wurde und im Backend auch vorhanden ist, haben wir noch einen Follow-up-Task, das für diesen Change Request generiert wurde. Das heißt, ich habe diesen CR so konfiguriert, diesen Workflow-Typ so konfiguriert, dass ich einmal hier dieses Acknowledge Material Creation als Follow-up-Task habe und noch eine weitere Option, Follow-up-CR anlegen. Zu diesem Follow-up-CR würde ich gleich nochmal dazu kommen, aber ich würde erstmal diese Option ausüben, Acknowledge Material Creation. Das heißt, die Option könnte zum Beispiel benutzt werden, dass man sagt, ich möchte nach der Materialanlage diesen Workflow einem Bearbeiter zuweisen, der dann sagt, ja, ich habe wahrgenommen, dass dieses Material angelegt wurde und auch zum Beispiel auch im Backend, ich habe überprüft, ja, das Material wurde angelegt, und dann klickt man ja Acknowledge Material Creation. Natürlich parallel dazu, und das ist auch üblich, dass dazu auch eine E-Mail Notification an die betroffenen User verschickt wird, zum Beispiel an den Antragsteller oder eventuell auch an weitere Interessenten, die Informationen mitbekommen möchten. So, dann klicke ich auf Acknowledge Material Creation. Damit ist da praktisch auch diese Aufgabe ist erledigt, und dieser Workflow ist damit also komplett abgearbeitet. Genau, jetzt gehen wir zu der Präsentation und zu dem nächsten Punkt, Materialanlage Follow-up, Change Request und Monitoring. Genau, hier geht es um einen Folgeprozess, das dann automatisch angelegt wird. Gerade im Bereich Material wird das oft benötigt, dass weitere Daten erst im Nachhinein gepflegt werden, dass bei der initialen Materialanlage erstmal die Grunddaten eingepflegt werden, die Pflichtfelder. Und die weiteren wichtigen Felder, die für das Unternehmen notwendig sind.
Und die anderen Felder, die nachrangig sind, die können zum Beispiel in so einem Follow-up Change Request dann angelegt werden. Das heißt, die Materialienlage wird nicht durch einen langwierigen Prozess blockiert, sondern kann schrittweise von einem Prozess zum anderen übergehen. Und genau, damit bleibt der Prozess schön im Fluss. Genau. Und was dieses Feature bietet, die Neuerung, ist, dass die Follow-up-Request und also Vorgänger und Nachfolge Änderungsanträge, die werden abgebildet. Erstens in der Übersicht von meinen Änderungsanträgen. Das ist der erste Screenshot. Und im zweiten Screenshot sieht man das auch direkt aus dem CR, sowohl aus dem Vorgänger-CR als auch im Folge-CR sieht man also den verlinkten CR-Typ. Genau, diesen Punkt würde ich auch gerne kurz mal präsentieren. Das heißt, ich würde jetzt ein neues Material anlegen. Ich fülle schnell die Pflichtfelder aus. Also genau, dann würde ich diesen CA beantragen. Ich aktiviere jetzt diesen CR. So, jetzt würden wir nochmal diese Übersicht aufrufen. Genau, und können erkennen, dass der CR Change Request sich wieder im letzten Schritt befindet. Follow-up Task oder CR. Und wir sind wieder an dieser Stelle wie beim vorherigen CR, wo ich auf den Button Acknowledge Material Creation geklickt habe. Damit war diese zusätzliche Aufgabe erledigt. Und jetzt würde ich den anderen Button anklicken, Follow-up CR. Und damit soll der Folge CR angetriggert werden. Genau, jetzt sehen wir hier einen neuen Button, Pending Change Requests. Ich klicke darauf. Genau, und jetzt sehen wir, dass es ein neuer Change Request angelegt wurde. Das ist unser Vorgänger CR. Kann man in der hier also schön erkennen, dass es da also Folge und Vorgänger CR gibt. Und dieser CR wurde automatisch von dem Backend-Workflow-User angelegt. Genau, also in diesem CR könnten zum Beispiel weitere Daten bearbeitet werden, dass man sagt, hier, ich lege eine Notiz an. Changes dann Release und würde dann diesen CR nochmal freigeben. Genau, jetzt hat auch dieser Workflow den Status Final Check approved. Wenn wir in die
also in die Übersicht von den Änderungsanträgen gehen. Dann können wir erkennen, dass es hier auch in der Übersicht kann man schön erkennen, dass es einen Vorgänger CR gibt und einen Follow-up und Previous CR. Die kann man auch von hier aus auch da reinspringen. Genau. Genau, jetzt kommen wir zu dem Punkt Vergleich zu den Vorgängerversionen. Das ist so, dass ja einige Features, wie zum Beispiel die oberen vier, wie zum Beispiel bevorzugte Sprache für die Materialbeschreibung, Change Request Tracker oder Preis pro Mengeneinheit editierbar, die sind auch in den Vorgängerversionen enthalten. Und neue Materialstammfelder SCM, MP und Production Resource Tool, als auch Follow-up CR und Monitoring. Da sind die also reine S/4HANA 19 und 9 Features, die sind nur in der neuen Version enthalten. Und die anderen, die oberen, die könnten also die könnte man per S-Nodes, wie es üblich ist, in die andere Systemstände eingespielt werden. Genau, das ist übrigens auch der Einsatz, den SAP erfährt im Moment, dass die ganz neuen Features werden im Prinzip in den neueren Versionen bereitgestellt. Und in den Vorgängerversionen werden gegebenenfalls entweder abgespeckte Variante von den Features bereitgestellt oder halt ja nicht alle Features, ne, so dass man ja auch animiert wird, früher oder später auf die neue Version zu abzudaten. Damit wären wir mit den noch die letzte Folie zu unserem nächsten Webinar, das für 30. April geplant ist. Datenqualitätsmanagement in SAP MDG im Kontext S/4HANA 19 und 9. Genau, Sie können gerne daran teilnehmen. Und ja, jetzt würden wir gerne die Fragerunde eröffnen. Falls Sie Fragen haben, können Sie die gerne im Chat posten und wir würden sie dann mit meinem Kollegen Alexander zusammen beantworten. Alexander, haben wir Genau. schon, gibt es inzwischen schon irgendwelche Fragen? Da ist zwischendurch ja eine Frage reingekommen. Ich lese sie mal laut vor. Ja, das ist: Wird eine Change Request in MDG automatisch den Kollegen zugewiesen, welche die Daten auch in ERP pflegen? Genau, das ist ja, wahrscheinlich ein Interessent, der im MDG noch nicht so viel, ja, so eine Anschein noch nicht im Einsatz hat offensichtlich, also eine allgemeine Frage. Generell ja, das ist auch im Prinzip so beabsichtigt, dass MDG sich an Backend orientiert. Dass im Prinzip dieselben Kollegen, die auch in ERP oder S/4HANA die Daten bearbeiten, auch die Daten im MDG pflegen, also können und sollten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, also diese Zuweisung auch nach Bedürfnissen des Unternehmens zu gestalten. Das heißt, man kann zum Beispiel eine bestimmte Usergruppe oder eine Abteilung zuordnen. Genau, oder alternativ auch gibt es auch die Möglichkeit, Zuweisungen also wirklich komplett dynamisch zu gestalten, dass man sagt, sobald dieses Feld gefüllt wurde oder diese Material hat, dann möchten wir
an die und die Kollegen zu weisen oder an eine bestimmte Usergruppe zu weisen. Und bei einer anderen Ausprägung, dann möchten wir an die andere Usergruppe zu weisen. Also da sind in MDG wirklich, gibt es viele Möglichkeiten. Okay. Hier noch eine zweite Frage. Welche Ersparnis bringt das Ihr Standardpaket in den Projekten, eventuell in Personentagen? Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, aber man kann davon ausgehen, dass so eine Konfiguration quasi, also dieses komplette Basissetting mit den jeweiligen Prozessen, wenn man das jetzt von null auf quasi das, was der SAP-Standard eben bietet und auf den aufbaut, das in diesem Zustand versetzt, würde das eventuell nach unseren Erfahrungen 4 bis 6 Wochen insgesamt dauern. Da hängen dann doch einige Stunden, Beraterstunden eben auch hin. Also genau in Personentagen lässt sich das schwierig ausdrücken. Das ist immer so ein bisschen auch erfahrungswert. Aber das sind deutlich 60 bis 80 Personentage auch mit inbegriffen, um eben diesen Standard oder auf Basis dieses Standards dann eben auch zu kommen. Genau. Jetzt schaue ich auch noch, ob weitere Fragen. So, erstmal keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, ja, würde mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit für das Webinar. Ich hoffe, wir konnten Ihnen das ein oder andere Feature Ihnen, also da ist darüber auch informieren und auch über unseren IP Solution Standard, dass da interessante Themen dabei waren und hoffe natürlich, dass Sie auch bei den weiteren Webinaren teilnehmen. Wir werden auch zu dem Bereich Material und auch zu den IP Solution Standard Tools dementsprechend auch weitere Webinare halten und auch mal das Ganze im Detail anschauen. Wie schaut das ganze im System aus? Wie prozessiert sich das Ganze und wie könnte eventuell auch dementsprechend ja, die Einführung dazu ausschauen. Genau, dann vielen Dank und dann wünsche ich Ihnen auch noch einen weiteren schönen Tag. Vielen Dank.